Heute die erste Frau in meiner Sendereihe zur Person. Ingrid Köppe, Jahrgang 1958, Bibliothekarin in Ost-Berlin, Mitglied des Neuen Forum. Frau Köppe gehört zu jenen, die seit Jahren widersprochen haben in der DDR, von der Norm abgewichen sind, Widerstand geleistet. Damit gehört sie auch zu jenen, die in den letzten Wochen fast schon in Vergessenheit geraten sind. Ingrid Köppe, eine junge Frau, geboren 1958 in Ost-Berlin, inmitten einer historischen Umwälzung. Unvertraute Freiheiten, ungewohnte Verantwortungen stehen ins Haus. Fühlen Sie sich eher beklommen, Frau Köppe, oder freudig erwartungsvoll? Beides, glaube ich. Beklommen, weil es doch recht ungewiss ist, wie es in Zukunft sein wird. Und aber auch freudig erwartungsvoll, einfach weil ich immer neugierig bin auf Zukunft. Wenn man versucht, Ihr politisches Bewusstsein zu erkennen, Ihre Motive zu ergründen, dann kommt man schnell darauf, dass Sie stark geprägt sind von dem Bedürfnis nach individueller Selbstbestimmung. Ich zitiere aus einem unveröffentlichten Text, den Sie 1983 geschrieben haben. Die Macht der Masse ist eine Macht gegen das Individuum. Ende des Zitats. Machen Ihnen kollektive Massengemeinschaften Angst? Massengemeinschaften setzen voraus, dass man sich ihnen einordnet, sich unterordnet. Und ich glaube, das ist etwas Typisches für die DDR, dass wir so erzogen worden sind, uns unterzuordnen, dass dieser staatliche Erziehungsprozess eigentlich ein Versuch war, sich Menschen nach einem ideologischen Bild zu schaffen und dass sich diese Menschen in dieses Bild einpassen. Ich glaube, dass dabei ein Individualitätsverlust die Folge ist und dass es eigentlich in diesem Erziehungsprozess immer mehr darum ging, Individualität auch zu brechen. Von daher bin ich vielleicht skeptisch gegenüber Kollektiven und Unterordnung. Glauben Sie, dass bei den Abweichungen von der Norm, den Abweichungen, die es in einer Minderheit in der DDR seit Jahren erkennbar gegeben hat, und Sie haben zu diesen Abweichlern von der Norm gehört, wir kommen darauf noch, glauben Sie, dass darin sich auch ein Generationskonflikt, ein Generationswechsel im Land sich ausgedrückt hat? Ja, das ist möglich. Ich glaube, dass die jüngere Generation eher bereit war, zu widersprechen. Vielleicht aus dieser Autoritätsabhängigkeit auch auszubrechen. Haben Sie eine Erklärung, warum die jüngere Generation eher dazu bereit war? Sie haben ja gerade das Erziehungsprinzip beschrieben. Eigentlich müsste diese jüngere Generation, wie die ältere, die anders, aber auch autoritär erzogen worden ist, ebenfalls in Unterordnung sich am wohlsten gefühlt haben oder jedenfalls nicht aufgemuckt haben. Woran lag es? Ist es vielleicht ein weltweiter Autoritätsverlust, der auch in der DDR sich ausgedrückt hat und der gar nicht DDR-spezifisch ist? Ja, ich glaube schon, dass das insgesamt Prozesse sind, dass wir ja auch nicht vollkommen isoliert haben, gelebt haben von der Welt, sondern natürlich auch durch Medien oder so anderes kennengelernt haben. Und vielleicht von daher auch bereit waren, uns eher zu wehren. Haben Sie Verständnis für die ältere Generation, die vielleicht schon zu müde war oder es nie gewohnt gewesen war, zu widersprechen? Oder haben Sie die Ungeduld der Jugend? Ich denke schon, dass ich dafür Verständnis habe. Und andererseits glaube ich, dass man es vielleicht auch nicht nur darauf beschränken sollte, zu sagen, das ist ein Generationskonflikt, die eine Generation hat sich so verhalten, die andere so. Sicherlich nicht, aber auch. Da gab es immer Ausnahmen. Ja, ganz gewiss. Und sowohl in der jüngeren Generation als auch in der älteren Generation, sicher. Die Opposition in der DDR, ich komme noch einmal auf Masse und Individuum zurück. Die Opposition in der DDR, zu der Sie als Einzelne früh gehörten, brauchte Massendemonstrationen, um die Wende durchzusetzen.
fühlten sie sich im vergangenen Herbst von dieser Masse getragen, mitgerissen? Und können Sie den Unterschied zwischen einer notwendigen und einer beängstigenden Volksmasse beschreiben? Bei einer beängstigenden Volksmasse fallen mir ein diese Jubelkundgebung, die es bei uns gegeben hat, Fackelzüge. Das letzte erinnere ich mich, habe ich gesehen am Fernsehen. Das war, glaube ich, zum Pfingsttreffen, wo jedermann eigentlich schon wusste, dass da sehr viel Verlogenheit drin ist. Eine Inszenierung von Masse, eine Jubelinszenierung. Das ist beängstigend. Masse kann aber, glaube ich, auch ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln. Leicht aber schlägt das um. Und ich glaube, dass man gegenüber Masse immer skeptisch sein muss. Die Masse, die in den letzten Wochen in Leipzig am Montag demonstriert hat, die Masse, die, wenn Prominenz aus der Bundesrepublik zum Wahlkampf hierher kommt, sich versammelt, ist Ihnen das behaglich? Nein, das ist mir überhaupt nicht behaglich. Das beunruhigt mich. Diese Demonstrationen beunruhigen mich. Es beunruhigt mich auch teilweise, dass hier Politprominenz aus dem Westen eingeflogen wird, um hier Wahlkampf zu führen, teilweise sogar schon bundesdeutschen Wahlkampf zu führen. Es hat sehr viel von einem Rollenspiel an sich, dieser Wahlkampf, glaube ich. Da treten teilweise Kandidaten auf, die vorgeben, Lösungskonzepte in der Tasche zu haben und sie wie Trümpfe ausspielen zu können. Und ich glaube, dass das auch nicht das geeignete Mittel ist, Parteien oder Kandidaten kennenzulernen. Ich glaube, dass das viel eher möglich ist in einem Gespräch, in Diskussionen, in direkter Begegnung mit dem Wähler. Und das vermisse ich eigentlich. Ich glaube, wir haben diesen Wahlkampf jetzt übernommen, so wie er woanders geführt wird, ohne vielleicht zu versuchen, etwas Neues zu machen mit diesem Wahlkampf. Ich mag auch nicht diese Plakate mit den lächelnden Gesichtern von Parteivorständen oder Sprecherräten drauf. Das ist mir genauso unbehaglich. Und insgesamt scheint mir dieser Wahlkampf eine Vermarktung zu sein. Eine Vermarktung von Ideen in teilweise platte Losungen. Und auch eine Vermarktung von Personen. Ist das vielleicht, argwöhnen Sie manchmal, dass das etwas Unvermeidbares neben den Vorzügen des anderen, des westlichen Systems, dem die DDR sich jetzt annähert, etwas Unvermeidbares ist, der Preis, den man zahlen muss, diese Verflachung? Sind Sie gelegentlich argwöhnisch, Sie würden sich da etwas einhandeln, was Sie so nicht wollten? Ja, ich glaube, es wird zu rasch vieles übernommen, ohne selbst etwas anderes auszuprobieren. Das liegt aber sicherlich auch in der insgesamt sehr raschen Entwicklung jetzt. Sie sind als uneheliches Kind aufgewachsen, waren in Kinderwohnheimen, weil Ihre Mutter, eine Übersetzerin, im Schichtdienst arbeitete. Sie haben viel Zeit bei Ihren Großeltern in Dessau verbracht. Welche Einflüsse haben Sie aus diesem familiären Hintergrund mitgenommen? Bei uns zu Hause, bei den Großeltern und auch bei meiner Mutter war es üblich, dass wir uns sehr viel unterhalten haben. Unser Zusammensein war eigentlich mehr Ruhe und weniger Aktion. Und es waren Gespräche, die für Außenstehende vielleicht ein bisschen umständlich waren. Wir waren recht weitschweifend, ausführlich, aber auch geprägt von einer hohen Konzentration und Offenheit und auch Interessiertheit, Neugierde am anderen. Ich glaube, dass das mich geprägt hat. Und ich glaube auch, diese Ruhe zur Beschäftigung mit den verschiedensten Sachen, Interessiertheit an,
an den verschiedensten Dingen und eine Lust, das Verschiedenste auch kennenzulernen. Das war bei meinen Großeltern so und das war auch bei meiner Mutter so. Und diese Gespräche waren eigentlich uns allen wichtig. Kinder wurden da nicht ausgegrenzt, sondern die konnten teilhaben an diesen Gesprächen. Und das hat sich auch so weiterentwickelt. Das ist auch später geblieben und ich glaube, dass ich mir später meine Freunde auch danach ausgesucht habe, ob man so mit ihnen sprechen kann, diese Art der Unterhaltung. Gab es eine politische Vorprägung im großelterlichen Haus, im Haus der Mutter? Na, es gab eine Eigenständigkeit, sich nicht abhängig machen und eine Kritikfähigkeit. Vielleicht teilweise aus einem Beobachterstatus heraus. Nach dem Abitur sind Sie im Herbst 1976 als Pädagogikstudentin, Fächer Deutsch und Russisch, zur Hochschule in Güstrow gekommen. Im November 1976 wurde der missliebige Liedermacher Wolfgang Biermann aus der DDR ausgebürgert. An Ihrer Hochschule wurde eine Resolution zur Unterschrift vorgelegt, in der die Maßnahme gegen Biermann als richtig und gerecht begrüßt wurde. Sie haben nicht unterschrieben. Warum nicht? Ich denke aus der Überzeugung heraus, dass es ein unvernünftiger Umgang mit Kritik ist, wenn man sie verbietet, wenn man Redeverbot erteilt oder sogar Ausweisung. Wobei vieles da bei mir wahrscheinlich emotional war, dass ich sofort gemeint habe, da unterschreibe ich nicht. Dieses, das Risiko haben Sie nicht gescheut. Rationale ist erst später gekommen. Nein, das habe ich nicht gescheut. Und es war mir eigentlich sogar, es war mir ein Bedürfnis, vor allem deswegen, weil ich gemerkt habe, dass die anderen sehr flink unterschrieben haben. Teilweise ohne, dass ihnen der Name überhaupt was sagte. Wie schätzen Sie Leute ein, die immer gleich unterschreiben, wenn man es von ihnen verlangt? Als recht ergeben und gehorsam und diszipliniert. Keine Verachtung? Nein, ich glaube nicht. Was halten Sie von den Sündenböcken, die sich Menschen zur Selbstreinigung schaffen? Was ich von den Sündenböcken halte? Was halten oder Sie von den der Menschen? Funktion der Sündenböcke, die die Menschen ihnen zuschieben? Das ist meines Erachtens ein Ausweichen vor der eigenen Schuld. Das ist, können wir ja auch jetzt beobachten. Jetzt wird nach Schuldigen gesucht, es werden ein paar benannt. Die werden beurteilt, verurteilt und anschließend soll wahrscheinlich alles rasch vergessen werden. Ich glaube, dass es nicht diese paar Schuldigen sind. Und wenn man von Schuld spricht, muss man sich wahrscheinlich als erstes fragen, inwieweit man selbst mitschuldig ist. Halten Sie für möglich, dass die Menschen in ihrer Mehrheit, ohne dass man sie deswegen tadeln könnte, und vielleicht gehören wir auf irgendeine Weise ja auch dazu, dieses schnelle Vergessen brauchen, um weiterleben zu können? Und ist dieses vielleicht, dieses schnelle Vergessen einerseits, die Quelle für das Weiterleben können, andererseits aber auch die Quelle für immer wieder Wiederholungen schwerer Verbrechen und Fehler. Es scheint auf alle Fälle ein Bedürfnis da zu sein, schnell zu vergessen. Und dieses Bedürfnis scheint mir verständlich, aber ich finde es dennoch falsch. Ich glaube nicht, dass man in einem neue Entwicklung gehen kann und dabei die Vergangenheit vergessen kann. Ich denke, dass jeder Mensch, also das trifft nun auf vieles zu, gerade deswegen so ist, weil er diese Vergangenheit eben hat. Ich glaube, man kann sich
wahrscheinlich doch besser in der Zukunft zurechtfinden, wenn man auch zu der Vergangenheit steht, diese akzeptiert und versucht, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Dies sagen alle Systeme sonntags. Unter der Woche ist es dann immer ganz anders. So war es auch 1945. Sie sind erst 1958 geboren. Aber wir scheinen alle insgesamt zu dieser Art von Vergangenheitsbewältigung mehrheitlich nicht sehr befähigt zu sein. Sehen Sie von daher Verwerfungen, psychische Spannungen in Deutschland voraus? Ich weiß nicht mal, ob das etwas typisch Deutsches ist. Es scheint fast so zu sein. Nein, aber wir reden jetzt unter Deutschen. Ja. Ich glaube nicht, dass es etwas typisch Deutsches ist, aber wir haben vielleicht besonderen Anlass gegeben und uns Anlass gegeben, hier besonders gut zu sein. Und sind es nicht, so wenig wie andere. Mhm. Es ist eine Gefahr, es ist ganz sicher eine Gefahr. Auf der Hochschule in Güstrow war Ihres Bleibens nicht, nachdem Sie die Anti-Biermann-Resolution nicht unterschrieben hatten. Sie waren kurze Zeit arbeitslos, weil man sie nicht einstellte, sobald die Kaderakte kam. Dann konnten Sie jedoch als Bibliothekarhelferin arbeiten. In Weißensee, glaube ich. Nein. Nee, in Köpenick. In Köpenick. Dann konnten Sie als Bibliothekarhelferin in Köpenick in Berlin arbeiten. Und dann erhielten Sie auch einen neuen Studienplatz zum Bibliothekarstudium in Leipzig. Meine Frage, Ihr neuer Studienplatz, den Sie nach Abweichen vom Üblichen erhalten haben, sehen Sie den als Beleg dafür, dass nicht alles in der DDR immer so heiß gekocht wurde, wie es heute nachträglich von manchen serviert wird? War es einerseits erträglicher für die Mehrheit im Land, als heute eingestanden wird? Und war andererseits auch seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mehr Widerspruch möglich, mit bösen Ausnahmen, als heute zugegeben wird? Ich hatte damals zunächst Angst, nicht nochmal studieren zu können. Denn es wurde viel erzählt, dass das in der Regel so abläuft, man einmal vielleicht Widerstand geübt hat oder auffällig geworden ist, dass dann auch Bildung verweigert wird. Ich konnte studieren und ich weiß, dass es keine Ausnahme war. Es ist auch anderen so gegangen, aber es ist anderen auch wieder anders gegangen. Ja, die bösen Ausnahmen. Ja, ja, es gab sowohl das als auch das. Ja. Und ich glaube, man muss insgesamt diese Sachen differenzierter sehen. Es war ganz gewiss nicht so, dass man sich überhaupt nicht wehren konnte, dass es keine Möglichkeiten gab, den Widerspruch auszusprechen. Und natürlich war es auch nicht so, dass dieser Widerspruch üblich für uns war. Ganz sicher ist in den 80er Jahren mehr Möglichkeit da gewesen, eigene Ansprüche auszusprechen und auch eigenes entgegenzusetzen. Und natürlich sind aber auch die Strafen härter geworden. Es ist offensichtlicher geworden. Konflikte sind offensichtlicher geworden, gerade in den 80er Jahren. Was war für Sie, Frau Köppe, der wesentliche Grund, der Sie zum Nein sagen, zur Verweigerung in der DDR veranlasst hat? Es waren eigene Überzeugungen, von denen ich nicht in jedem Fall behaupten möchte, dass es die richtigen sind. Und es war vielleicht auch sich nicht unterordnen wollen, eben dieses eigene aussprechen wollen und nicht einfach nur funktionieren wollen. Nicht eingeplant werden wollen, nicht benutzt werden wollen. Ich glaube, es hat mit einem großen Anspruch auf Eigenständigkeit zu tun. Und sicherlich auch mit Selbstbewusstsein und aber auch mit viel Nachdenken. Das waren meist keine spontanen Reaktionen, sondern
die schon wohl überlegt waren. Politik muss nach Ihrem Verständnis, so jedenfalls meine ich Sie zu verstehen, und so haben Sie es eben auch Ihre Überzeugung formuliert, vor allem eigenständiges Verhalten des Individuums, des Einzelnen ermöglichen. Aber kann man mit Ihrer Haltung Staat machen? Verweist sie ihr Anspruch nicht in jedem System in eine Minderheit, die allerdings in den Systemen unterschiedlich behandelt wird? So wie Sie sich selbst politisch definieren, vertrauen Sie darauf, dass Sie in einem vereinigten Deutschland, über die Vereinigung werden wir noch sprechen, dass Sie in einem vereinigten Deutschland nicht auch Schwierigkeiten bekommen werden, sich so wie Sie es wünschen, so wie Sie es brauchen, zu verwirklichen? War das eine DDR-spezifische Eigenheit oder ist das Mehrheitseigenheit gegenüber Minderheiten? Das sind so viele Fragen. Fangen Sie an, wir haben Zeit. Ich glaube, man sollte Staat machen mit dem Bemühen um Individualität, nicht einer Erziehung zur Uniformität, sondern gerade zur Individualität. Das ist meines Erachtens, hat es etwas mit Menschlichkeit zu tun und mit Menschenwürde, dem Einzelnen zu ermöglichen, sich zu entwickeln, sich zu entfalten und auch er selbst zu sein und sich nicht in jedem Fall anpassen und unterordnen zu müssen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Inwieweit das in anderen Ländern möglich ist, ob das in der BRD oder in einem einheitlichen Deutschland möglich ist, vermag ich nicht konkret zu sagen. Aber ich glaube, dass es immer schwierig sein wird und dass dieser Anspruch sicherlich auch sehr hoch ist. Besagt Ihnen der Name Ulrike Meinhof etwas? Ja. Was besagt er Ihnen? Vielleicht nicht viel. Ich assoziiere dabei Radikalität und sicherlich auch ein sich nicht einfügen wollen. Haben Sie gedacht, die Menschen könnten besser sein, wenn die Umstände, die gesellschaftlichen Verhältnisse anders wären? Und falls Sie das gedacht haben, glauben Sie das seit dem Fall der Mauer und seit dem Wahlkampf in der DDR immer noch unbeirrt oder gibt es Zweifel? Sicher werden Menschen durch Umstände geprägt. Und ich denke, dass wir auch geprägt sind durch diese DDR-Umstände. Und das sollte man sicherlich auch nicht vernachlässigen und nicht vergessen. Und diese neuen Umstände, zum Beispiel die Öffnung der Grenzen, hat uns wiederum geprägt. Ich glaube, das ist ein ganz menschliches Reagieren auch ist, dass man nach langem Eingesperrtsein dieses Freiheitsgefühl hat, losrennt, sich freut und sicherlich auch nach materiellen Entbehrungen, nach einer Zeit von materiellen Entbehrungen, besonders sehr auf Materielles schaut und das auch erwartet. Es ist für mich nachvollziehbar und trotzdem macht es mich ein wenig traurig, weil ich glaube, dass es wesentlichere Dinge gibt als konsumtive materielle Bedürfnisse. Für wen gibt es wesentlichere Dinge? Ich denke, dass es, also für mich gibt es wesentlichere Dinge und ich glaube schon, dass es wichtig ist,
auch klar zu machen oder dass man die moralische Pflicht hat, vielleicht auf Ursachen von Konsum hinzuweisen und auch auf Auswirkungen von Konsum hinzuweisen. Und dass wir es uns eigentlich insgesamt als Menschheit nicht leisten können, verschwenderisch zu sein. Und ich glaube auch, dass wir eher angelegt sind, viel mehr zu leisten, als nur zu konsumieren. Erziehungsdiktatur? Nein, das nicht. Ich glaube, das ist sowieso nur erlebbar über Erfahrung. Sie haben vor Jahren einmal aufgeschrieben, welche Wörter in der offiziellen Sprache, in dem von Ihnen sogenannten Landesdeutsch der DDR, bevorzugt vorkommen, überwiegend pathetische, selbstberühmende, und welche Wörter vermieden werden. Angst, so haben Sie bemängelt, kam im öffentlichen Sprachgebrauch nicht vor. Frau Köppe, sollen Politiker der Wahrheit, der Redlichkeit halber, gegebenenfalls auch Angst vermitteln, oder braucht der Mensch notfalls doch eher die fromme Lüge? Ich denke, Angst ist ein ganz natürliches Gefühl und es ist immer ein Signal, was beachtet werden muss. Und ich glaube, dass auch Politiker die Aufgabe haben, dieses Signal zu beachten. Auch auszudrücken? Auch auszudrücken. Also nicht zu bemänteln. Ja, nicht zu bemänteln und sie nicht zu überdecken mit Lügen oder mit Beschwichtigungen. Ich glaube, dazu ist es ein viel zu ernstes Gefühl. Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Was bedeutet sie Ihnen, Frau Köppe, und stimmen Sie dem Tempo und der Art zu, mit denen sie sich derzeit vollzieht? Es scheint mir, dass diese Vereinigung, so wie wir sie jetzt erleben, wie sie vorgedacht wird, nicht die Vereinigung von zweien einander in Zuneigung ergebenden Partnern ist. Ich glaube, dass es sich ganz anders verhält und dass man sich da auch viel vormacht bei dieser Vereinigung. Ich denke, dass der eine Teil sich soeben aus einer Beziehung gelöst hat. Eine Beziehung, die gekennzeichnet war von Bevormundung, Behinderung, Unterdrückung und dass er sicherlich auch viele Entbehrungen hatte und dass der andere, der da plötzlich da ist, der ist groß und stark und dieser, der sich gerade aus der Beziehung gelöst hat, der fühlt sich sehr frei gerade, aber er fühlt sich auch betrogen und enttäuscht. Und er sucht Trost, glaube ich. Und da kommt nun der andere, der ist groß, stark und er ist reich. Er hat Geld, er hat richtiges Geld. Ein Märchenprinz. Und er hat Autos, gute Autos. Und er hat 200 Paar Schuhe. Und bei dem ist alles ganz sauber. Und der braucht nur die Arme aufzumachen und zu sagen, komm. Und ich glaube, er nutzt die Hilflosigkeit des anderen aus. Es gibt für mich eigentlich keinen vernünftigen Grund für diese Vereinigung. Es gibt zwar Gründe, und es werden auch Gründe genannt, die sind für mich verständlich. Und die sind erklärbar,
aber sie sind für mich nicht vernünftig und ich kann sie so nicht übernehmen. Es wird zum Beispiel jetzt viel gesprochen von einem Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen. Zusammengehörig, denke ich, sind zwei, die ohne einander nicht existieren können, die eben nur zusammen Wert haben, die nicht einzeln existieren können und auch nicht mit einem anderen existieren können. Ich denke, so verhält es sich nicht in der deutschen Frage. Ich denke, wir haben getrennt existiert und wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht in dieser Zeit. Und wir gleichen uns nicht so, dass wir nur zusammen existieren können. Und besonders bedenklich finde ich bei diesen Reden von dem Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen eigentlich, dass es gleichzeitig auch bedeutet, ein Nicht-Zusammengehören mit Nicht-Deutschen. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl scheint mir sehr beschränkt zu sein, sehr deutsch beschränkt zu sein. Und in Anbetracht der latenten Ausländerfeindlichkeit, die auch bei Deutschen da ist, finde ich das bedenklich. Basisdemokratie, Frau Köppe, so scheint mir, ist der Kompromiss, den Sie zwischen der individuellen Eigenständigkeit und dem gesellschaftlichen Wirken des Menschen anstreben. Basisdemokratie, direkte Demokratie, wie soll die praktiziert werden? Vor allem in einem Miteinander sprechen, in einem Entwickeln von eigenen Konzepten und auch in einer gegenseitigen Ermutigung. Ich denke, Basisdemokratie müssen wir auch erst noch erlernen. Das ist nicht etwas, was man von heute an kann. Das haben wir nicht gelernt. Und wir haben es auch nicht gelernt. Es ist sicherlich auch sehr schwierig. Basisdemokratie läuft meines Erachtens nicht über schnelle Konsensfindung, Abstimmung und dann ist das Konzept fertig. Es wird jetzt mitunter so praktiziert, aber ich denke, dass das nicht Basisdemokratie ist. Basisdemokratie braucht Zeit und Geduld und es scheint jetzt manchmal so zu sein, dass es uns gerade an dieser Zeit mangelt, um tatsächlich auch Basisdemokratie zu üben, zu lernen und zu praktizieren. Aber wie wollen Sie mit dieser Basisdemokratie, wenn Sie sie praktizieren, im Konkurrenzkampf im Internationalen bestehen? Die Zeit bleibt Ihnen nicht. Uns auch nicht in der Bundesrepublik. Sagt die Mehrheit. Ich glaube, dass man diesem Konkurrenzkampf etwas entgegenhalten kann. Ob das Erfolg hat, ist eine andere Frage. Aber dass wir durch diese Basisdemokratie neue Strukturen schaffen könnten, dass wir ein solidarisches Miteinander schaffen könnten, ein Orientiertsein auch auf den anderen, nicht nur auf sich selbst und vielleicht auch nicht nur auf materielle Werte und vielleicht auch nicht nur orientiert auf Leistung und Konkurrenz. Die Opposition in der DDR, zu der Sie sehr couragiert, sehr früh als Einzelne gehört haben, hatte, sage ich einmal, bis in den September, Oktober vergangenen Jahres hinein keine Massenbasis. Anders als solidarisch in Polen. Die Alternative in der DDR war der Ausreiseantrag. Dann hat die Opposition für 8 Wochen eine Massenbasis gehabt. Jetzt
definieren Sie hier ein Ideal aus der Oppositionszeit? Hat die alternative Bewegung in der DDR, die Opposition, die wirklich Widerstand geleistet hat, im Gegensatz zur Mehrheit im Land, kein Vorwurf gegen die Mehrheit, hat die Opposition für diese Basisdemokratie, die Sie beschreiben, noch eine Mehrheit zu erwarten? Ich denke, angesichts der Entwicklung wird es auch wieder eine größere Orientierung auf diese Basisdemokratie geben. Ich glaube, dass in Zukunft vor allem auch Ansprechpartner fehlen werden. Und dass es da wichtig ist, dass Leute vielleicht da sind, die in Bürgerbewegungen organisiert sind und die auch Basisdemokratie praktizieren wollen. Und dass die Ansprechpartner sein könnten. Während der Raketendebatte zwischen NATO und Warschauer Pakt, während des Nachrüstungskonflikts zwischen Mehrheiten und Minderheiten in den beiden deutschen Staaten in der ersten Hälfte der 80er Jahre. In dieser Zeit, Frau Köppe, haben Sie mit zwei Freunden Flugblätter angefertigt und in Ostberlin in Briefkasten gesteckt, weil Ihnen die Abrüstungsposition der DDR-Regierung zu einseitig war. Die Staatssicherheit nahm Sie vorübergehend fest. Sie gerieten unter andauernden Beobachtungsdruck. Schwere Zeiten. Aber gab es auch, neben der Angst, eine Zufriedenheit, weil Sie etwas taten, wovon Sie überzeugt waren? Ich wurde nicht damals wegen der Flugblatt-Aktion. Ich weiß, ich habe es zusammengezogen. Gut. Aber sagen Sie, weswegen Sie? Das war später dann im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen den Wahlbetrug. Ja. Da war das. Bei diesen Flugblatt-Aktionen ist Ihnen in dem Sinne nichts passiert, ich weiß. Aber es gab später diesen andauernden Beobachtungsdruck. Es gibt in dem Zusammenhang eine sehr hübsche Geschichte, wo zwei Stasi-Leute in einem Auto hinter Ihnen und einer Freundin von Ihnen hergefahren sind. Mögen Sie die erzählen? Das meinen die, als wir baden waren, oder? Ja, die meine ich. Ja, das war ein Tag, da sind wir beobachtet worden und es war sehr heiß und ich bin mit meiner Freundin letztendlich baden gegangen. Es war, weil es nicht geplant war, war es an einem FKK-Strand. Ja, und das war am FKK-Strand. Wir zogen uns aus und die beiden blieben daneben stehen, natürlich angezogen, und setzten sich daneben unsere Sachen und bewachten unsere Sachen. Und es war lächerlich irgendwo. Und es war gleichzeitig aber auch ist so deutlich geworden, wie unsinnig das ist. Sie sind aufgefallen am Strand und ich glaube, dass auch den Umliegenden recht deutlich geworden ist, was sich da abspielte. Zurück zu meiner Frage vor dieser Geschichte. Gab es auch eine Zufriedenheit neben der Spannung und Anspannung und Angst, ob man abends sich noch trifft, wenn man die Flugblätter in die Briefkästen gesteckt hat? Eine Zufriedenheit, weil man sagte, ich bin bei mir, ich tue, was ich für richtig halte. Ja, das gab es und deswegen haben wir das ja auch getan. Und zwar klar, dass wir uns in Gefahr begeben, aber gleichzeitig konnten wir nur so reagieren. Und es war auch schon danach dann immer, doch, es war eine Zufriedenheit. Eine Zufriedenheit, das getan zu haben, was wir wollten. Eine Zufriedenheit deswegen, weil wir versucht hatten, damit Themen anzusprechen, die ja offiziell tabu waren, die nicht gesprächsfähig waren und über die unseres Erachtens gesprochen werden musste. Wie zum Beispiel die Aufrüstung und die Raketenstationierung. Sie haben sich lange Zeit außerhalb von Oppositionsgruppen gehalten, Frau Köppe. Warum sind Sie im vorigen Jahr ins neue Forum eingetreten? Warum haben Sie eine Gruppenbindung auf sich genommen? Opposition, organisierte Opposition war vorher möglich innerhalb der Kirche.
Und ich hatte meine Familie nicht, wir hatten keine Beziehung zur Kirche. Und dann gab es plötzlich dieses, dass die Kirche ihr Schutzdach anbot für Opposition. Und vielleicht hat das innerlich irgendwas mit Ehrlichkeit zu tun, dass ich es für mich nicht ehrlich fand. Jetzt die Kirche zu benutzen. Die Kirche zu benutzen, wobei es sicherlich ganz legitim gewesen wäre. Und außerdem meinte ich, man müsste Opposition außerhalb der Kirche organisieren, damit sie öffentlicher wird, was uns natürlich nicht gelungen ist. Als das neue Forum gegründet wurde oder als dieser Aufruf dann erschien, da war mir klar, dass es das ist, was ich Jahre vorher auch schon gewollt habe, nämlich eine offene Opposition, eine Opposition außerhalb der Kirche. Und deswegen bin ich dann dort mit hingegangen und habe dann auch unterschrieben. Nicht bereut bisher? Nein. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Was war das Beste an der DDR? Ich weiß nicht, ob es in DDR-spezifisch ist, aber das Beste waren für mich immer Freunde und Geborgenheit in diesen Freundschaften, dass sich mitteilen können. Ja, ich glaube, diese Freundschaft, das war für mich das Wesentlichste.